Equalia. Evaluation leicht gemacht. Nutzererfahrungen spielen bei Entwicklung und Design von Computersystemen eine wesentliche Rolle. Nutzerzentrierte Evaluation untersucht die Qualität dieser Systeme. Im Cultura-Projekt wurde ein System für digitale Bibliotheken entwickelt, das die Arbeit mit historischen Quellen und Schriftstücken unterstützt. Dieses System hat viele Funktionen, die das Suchen nach digitalisierten Dokumenten erleichtern. Aber wie nützlich und nutzerfreundlich sind diese Funktionen tatsächlich? Bei der Antwort darauf hilft das Evaluationsservice Equalia. Equalia verfolgt über Sensoren, wie die User mit dem System arbeiten und erfasst so das Navigationsverhalten und alle Interaktionen. In die Benutzeroberfläche sind Fragen integriert, sogenannte Judgets, mit denen die Funktionen des Systems während der Nutzung bewertet und kommentiert werden können. Anschließend wird durch Fragebögen zusätzliches Feedback eingeholt. All diese Daten werden von Equalia gesammelt, kategorisiert und verwaltet. Die Daten werden analysiert und fließen in den Evaluationsbericht ein. Im Hintergrund werden Berechnungen gemacht, um die verschiedenen Daten miteinander in Beziehung zu setzen und schlüssige Ergebnisse zu erhalten. Diese Berechnungen und Analysen basieren auf Modellen, die definieren, was und wie evaluiert werden soll. Vor der Datenerhebung werden diese Modelle erstellt. Zunächst werden jene Aspekte definiert, die evaluiert werden sollen. Dann wird Equalia instruiert, wie Sensor, Judget und Fragebogendaten mit diesen Aspekten verbunden werden. Durch diesen Ansatz kann Equalia in unterschiedlichsten Kontexten mit verschiedensten Systemen verwendet werden.